denke halt, dass die Biathlon-WM eine sehr gute Plattform ist, einfach hier auf das Problem des Klimawandels aufmerksam zu machen. Es ist nämlich da auch so, dass das Augenmaß einfach fehlt. Es ist seit Jahrzehnten, erklärt uns die Politik, der Rau, der fing damals damit an, der Bundespräsident. Die Republik ist gebaut, wir brauchen nichts mehr. Ist alles fertig, wir brauchen nichts mehr bauen, wir können stolz sein, klopfen wir uns auf die Schulter, alles fertig geworden. Und das ist dann Jahrzehnte später das Ergebnis, wenn man immer das Bauen und so negativ darstellt und immer nur rumpolemisiert und nichts dafür tut, dann haben wir am Ende eine Wohnungsnot. Klingt das sehr sympathisch und sehr nett und das würde auch Menschen überzeugen. Und das passiert leider nicht aller Orten. Wenn man das nur so sieht und sagt, ich habe hier einen Altbau, ich kann Heizkosten einsparen, also mache ich draußen ein Wärmedämmverbundsystem und dann den Leuten, ich sage mal, weiß macht, das rechnet sich innerhalb der ersten 3 Jahre alles selber. Ich spare so viel Heizkosten ein, dass ich in 3 Jahren hat sich alles amortisiert. Das ist Augenwischerei und da fehlt dann das Augenmaß. Man muss einfach sagen, eine gescheite Wärmedämmung, die kostet auch Geld. Ich spare natürlich Heizkosten ein. 80% der Energiekosten in so einem Haushalt sind ja Heizkosten. Und ich spare gewaltig was. Frau Dückauf, Ihr erster Besuch im Iglo. Was war der Grund für die Partnerschaft mit Global United? Als CP Consult damals auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir uns an der Initiative beteiligen, mussten wir eigentlich gar nicht lange nachdenken, weil Global United setzt sich stark für den Klimaschutz ein und genauso tun es auch unsere Mitgliedsunternehmen mit ihren mineralischen Baustoffen und mit dem Wärmedämmsystem. Also eine gedämmte Fassade spart ca. 10 Liter pro Quadratmeter an Heizöl, an Heizenergie ein. Wenn man davon ausgeht, dass ein Liter Heizöl ca. 3 Kilogramm CO2 erzeugt, so haben bis heute schon wärmegedämmte Gebäude über hunderte Millionen Tonnen an Heizöl eingespart beziehungsweise an CO2-Ausstoß. Und das ist natürlich ein maßgeblicher Faktor. Und wir setzen uns im Moment stark dafür ein, dass insbesondere in Richtung der Regierung ein bisschen mehr Augenmaß gehalten wird. Auf der einen Seite will unsere Regierung Primärenergie bis 2020 um 20% einsparen, bis 2050 um 50%, kürzen aber auf der gleichen Seite die steuerlichen Fördermittel von 1,5 Milliarden auf 900 Millionen. Und auf der anderen Seite diskutieren wir bei 130 Milliarden für Griechenland. Und da fehlt eigentlich das Augenmaß. Das sind so Punkte, wo wir ansetzen möchten. Auf das Thema, warum sehen Sie in der Partnerschaft zu Global United einen gewissen Mehrwert? Also ich sehe den Mehrwert, was wir am Anfang sagten, dass Sie so sympathisch rüberkommen mit der Botschaft. Und da koppeln wir uns einfach an, damit das sich auf uns auch überträgt. Das wollen wir. Und dann glaube ich, dass man über Sport doch eine Menge von Botschaften transportieren kann, was kein anderer sonst kann. Letztendlich auch innovativ für die Welt. Also ich meine, wenn wir bei dem Thema Dämmung bleiben, ist es ja so, dass man, also dass das Thema Dämmung ja eigentlich nur Sinn macht, wenn man auch Geld spart. Ne? Also das heißt, du investierst ja nicht wenig und wenn du dann Heizkosten sparst, das Geld dir für weitergehende Lebensqualität zur Verfügung steht, dann macht das natürlich Sinn. Also nur wenn die Sonne am stärksten ist, dann fängt es hier im Iglo an zu regnen. Das ist eigentlich ganz lustig. Also das eine ist sicher diese Finanzierungsschiene. Ich bin eine große Anhängerin, Sie haben vorher mal von Bildung und solchen Sachen gesprochen, das ist ja eine Kampagne der Aufklärung. Genau. Dass man mit den Leuten redet, dass man die Leute nahe bringt, was könnt ihr eigentlich machen, ohne gleich jetzt ganz, ganz dramatische Maßnahmen für einen Einzelnen ergreifen zu müssen. Ich habe zum Beispiel vor 1,5 Jahren mal eine Ausstellung mit der Verbraucherzentrale zusammen gehabt, die da übrigens sehr, sehr gute Sachen auch machen. Wir können im Alltag klimaschutzrelevant handeln. Das fängt mit saisonal, regional einkaufen an. Ich rede mal über Standby-Geräte, also das ist ja immer der Klassiker. Also sein Gerät halt ausschalten und nicht laufen lassen. Auch halt mit der Vorbildfunktion. Denkst du, dass wir da auch in Zukunft so den kleinen Unterschied machen können, wenn es darum geht, Kinder, Jugendliche zu sensibilisieren? Auf alle Fälle. Ich meine, wenn man das für einen guten Zweck macht, und das ist ja sozusagen ein guter Zweck, dann glaube ich schon, dass man da auch die Jungs und Mädels animieren könnte.
Am besten Willen. Wir haben ja den Begriff jetzt neu, eben Wärmedämmung mit Augenmaß, weil wir halt auch dafür sind, dass die Bestandsbauten, eben die ja einen großen Bestandteil in Deutschland ja haben, dass die vielleicht energetisch saniert werden müssen. Gibt es ja auch die verschiedenen Förderprogramme und Auflagen. Und wir sagen halt auch ein bisschen Wärmedämmung mit Augenmaß, weil wir halt sagen, wenn man halt die gesetzlichen Vorschriften zu stark anzieht, dann werden die Leute abgeschreckt. Ich sage immer das schöne Beispiel. Man sieht ja in der schneebedeckten Fläche, wie nah geht die Fläche an den Altbau, wie nah geht die Fläche an den Neubau. Man heizt eigentlich in vielen Altbauen, heizt man ja für den Garten. Ja. Wie denken Sie, wäre es am besten, den Einzelnen davon zu informieren, dass man eigentlich mit einer vernünftigen Dämmtechnik auf Dauer gesehen sehr, sehr viel Geld sparen kann? Wir machen jetzt von Seiten des Verbands, also vom IWM aus oder auch von den Industrieteilnehmern, die ja alle zum Verband dazugehören, versuchen wir natürlich schon viel Aufklärungsarbeit zu machen. Ich meine, wir sind ja viel bei Messen unterwegs, wir stellen bei Messen aus, wir sind bei größeren Baumessen vertreten, wir sind bei Hausmessen vertreten, wir machen Schulungen bei Verarbeitern. Also wir machen da eigentlich schon recht viel, meinen wir, um da eben das Wärmedämmverbundsystem und Energieeinsparung in den Fokus zu stellen. Der kämpft auf ungewöhnliche Weise für die Umwelt, Tim Ockert. Biathlon-WM in Ruhpolding, das hat etwas von Volksfest. Viele Menschen, schönes Wetter, Stimmung, 1A. Nur einer, der schmort, oder besser gesagt friert, ganz still und heimlich vor sich hin, in einem Iglu, nämlich Lutz Pfannenstiel heißt er, war mal Torhüter, ist jetzt Weltverbesserer. Im Endeffekt kriege ich nur mit, ob die Sonne scheint oder ob es gewollt ist. Ansonsten eigentlich gar nichts. Ist auch gut so. Will auch momentan gar nichts wissen, weil es mir eh zu kalt ist. Frieren für den Klimawandel. Lutz Pfannenstiel will bis Sonntag in seinem Iglu aushalten. Nur ob der Winter in Ruhpolding durchhält, ist fraglich. Aber es gibt ja noch Biathlon. Biathlon ist in Deutschland eigentlich neben Fußball so die Lieblingssportart.